Hallo und herzlich willkommen zu einem Verpackarchitekten. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Positiv ist, dass wir in der letzten Folge noch nicht pleite gegangen sind, beziehungsweise irgendwelche Attraktionen abreißen mussten, damit wir wieder Geld haben. Negativ ist, dass wir aktuell immer noch 386 Besucher haben. Wir müssen auf die 600 Personen kommen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Bobbahn das alles rausreißen wird. Und ja, ansonsten müssen wir uns natürlich weiter um den Park kümmern und hier vielleicht den einen oder anderen Fressautomaten hinsetzen, weil die Leute sind einfach brutal faul hier in diesem Park und wollen einfach nicht so weit laufen zu dem nächsten Essautomat. Die wollen lieber hier Futterautomaten haben als Attraktion. Du kannst hier 20.000 Futterautomaten hinstellen. Ich weiß nicht, an jeder Kachel stellen wir einen Futterautomaten hin und dann sind die überglücklich. Vielleicht eine Achterbahn, das war's. Ne, dann sind die total happy und ja, freuen sich ihres Lebens. Aber sind dann wieder, weißt du, schreiben dann irgendwelche negativen Bewertungen auf Google oder was weiß ich und sagen, ja, da liefen Leute rum, die haben das Essen da reingefüllt, sowas geht ja gar nicht, absolutes No-Go und ich hatte Hunger und wo ist der nächste Fressautomat? Ist so, ne, so sind die Leute hier. Warte mal, was war da jetzt? Hunger ist auf 60%, Durst ist auf 79%. Da wir prozentual... Also wir haben ja eigentlich sehr viele Essen- und Getränkeautomaten. Und prozentual gesehen verkaufen wir eigentlich genau dasselbe. Ne? Also Fressen und Essen, Essen und Trinken, ist ja in demselben Automaten. Das heißt, die können sich ja eigentlich alle daran bedienen, sofern die Geld haben. Und dann verstehe ich nicht, warum da nur 61% zufrieden sind mit dem Essen. Naja, okay, Dekoration 42%, okay, geschenkt. So, wir haben schon wieder Gäste verloren. Warum? Warum haben wir Gäste verloren? Wegen der Bobbahn. Weil die Bobbahn gar nicht auf ist. Ja gut, das war ja sehr clever von mir. So, ich habe die jetzt mal geöffnet, ne? Viel Spaß. Oh, guck mal hier. Da ist Ghostbusters gerade drin. Das heißt, da müssen wir mal kurz einen Kehrmeister... Ach, da ist schon einer drin. Sensationell. Die Kehrmeister sind echt gut. Die sind sehr, sehr gut. So, da die Bobbahn jetzt auf hat, guck mal, geht der grüne Pfeil nach oben und... Hola. Da kommen die ganzen Leute. Da kommen die ganzen Leute. So, wie lösen wir jetzt weiter das Problem? Also, wir könnten Werbung schalten. Aber damit sind wir schon echt hingeflogen. Also, da lasse ich jetzt mal, ne, da verzichte ich jetzt erstmal drauf. Bänke könnten wir theoretisch noch platzieren. Dieser Weg ist echt widerlich. Wo? Welcher Weg ist jetzt bald wieder widerlich? Da ist gar nichts. Da ist gar nichts dreckig, meine Freunde. Gar nichts. Niente. Nada. Null. Sehe ich absolut nicht. So. Wir haben 1A sauberen Park mittlerweile. Möchte ich mal kurz anmerken. Also der Park ist richtig sauber. Unsere Kehrmeister leisten hier echt gute Arbeit. Wow. Geht denn jetzt ab? Okay. Kommen wir heute vielleicht sogar auf die 400? Ja, wenn das so weitergeht, ja wohl. Oh. Das sieht aber sehr gut aus. Ja, dann legen wir mal direkt nach. Und ich würde sagen, bauen dann irgendwie eine neue Attraktion. Flugsimulator hatten wir, ne? Flugsimulator haben wir. Tassen. Ob die Teetassen es rausreißen oder nicht? Egal. Ne, dann haben wir auch für Familien was hier. Müssen wir nur gucken, wo wir hier ein Plätzchen haben. Aber hier wäre eine Möglichkeit. Hier wäre eine Möglichkeit, dann könnten wir da den Ausgang machen und den Eingang hier rum. Ja, okay. Pass auf, dann machen wir das. Wir investieren mal ein bisschen. Das heißt, Eingang und den Ausgang, würde ich sagen, machen wir dann hier hin. Gäste beschweren sich über den Müll. Ah, klar. Ist klar. So, da setzen wir den Weg hin. Und jetzt den Eingang würde ich machen hier hin. So. Warum? Ja, ich war erst einmal überlegen, ob ich den Eingang hier runterziehe. Aber, weniger Besucher, natürlich, weil wir waren gut im Lauf. Ja, ist ja selbstverständlich. Mhm. Aber dann haben wir nämlich die Option, hier weiterzugehen. Eventuell. So, ich würde mal gerne wieder ein paar Bänke bauen, weil mir dazu vorkommt, als ob die Leute teilweise echt müde sind. Und Bänke kosten jetzt nicht so die Welt. Würde ich mal behaupten. Ne? Also die können wir uns gut leisten.
machen wir uns hier überall ein paar Bänke hin. Sitzmöglichkeiten werden auch immer gern angenommen. Alle Sandalen haben den Park verlassen. Oh, sehr schön. So, dann machen wir hier noch eine Bank hin. Wir haben 11.000. War das jetzt wirklich die Attraktion, die hier alles rausreißt? Das wäre natürlich sensationell. So, machen wir hier nochmal so eine Eckbankgruppe hin. Und da unten machen wir keine. Hier würde ich nochmal eine hinsetzen und Bad. Mülleimer. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wo ist denn der Park hier dreckig? Weil die beschweren sich hier über einen dreckigen Park? Nee. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Nö, gar nicht. Absolut nicht. Nö, bin ich nicht dabei. Ey, wir haben 452 Gäste. So, Zeit für eine neue Attraktion. Aber welche? Haben wir die schon? Hallo? Hallo? Ich wollte nicht umfahren. Einmal im Park, okay. Einmal im Park, einmal im Park, einmal im Park. Nein. Einmal im Park. Orbiter. Orbiter wird das jetzt rausreißen. Ich sehe das schon. Ich fühle das. Oh, Orbiter machen wir hier unten hin. Aber wo gehe ich mit dem Ausgang hin? Eingang könnten wir da hinsetzen. Ausgang, ja, pass auf, dann machen wir das so. Machen wir den Eingang hier hin und den Ausgang hier. Oder? Sollen wir den Ausgang hier hinsetzen? Ja, machen wir den Ausgang hier. So, und jetzt kommt uns das nämlich zugute, dass ich hier so clever war. Guck mal. Jetzt können wir nämlich jetzt hier rumgehen. Und da gehen wir runter. So, dann haben wir da schon mal den Anschluss. Und jetzt brauchen wir noch einen Eingang. Den würde ich sagen, machen wir dann... nee. Einen gehen wir weiter, genau. Und dann gehen wir nämlich jetzt hier mit unserem Eingang dran. So. Und eröffnen das ganze Ding. Wir haben 450 Gäste. 150 Gäste fehlen uns noch. Ich glaube ehrlich gesagt ja nicht so ganz, dass wir mit Orbiter jetzt 150 Gäste reinbekommen. Aber man kann es ja versuchen. Oder... wir forschen nach einer Achterbahn. In der Hoffnung, dass wir eine wilde Maus kriegen. Oh, das wäre geil. Also wenn wir jetzt eine wilde Maus kriegen, das wäre Jackpot. Weil eure wilde Maus ist einfach sehr, sehr kompakt, relativ günstig, verbreitet Spaß. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt inständig eine wilde Maus bekommen. Boah, das wäre göttlich. Erforsche. Ja, erforsche mal was schneller. Und? Erforsche. Wie lange brauchen denn die Forscher? Ich zahle denen, guck mal, $100. Ein 20-köpfiges Forscherteam gebe ich $100 im Monat und die kriegen das nicht hin? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich würde gerne wissen, ob wir da eine wilde Maus bekommen. Weil wilde Maus wäre echt göttlich. Weil die könnten wir hier platzieren. Und wir machen hier auch wieder ein paar Bänke hin. Weil wir expandieren ja gerade. Viele deiner Gäste sind hungrig. Ach nee. Ist ja mal was Neues. Das haut mich jetzt echt aus den Schlupfen. Warte mal, wo sind die denn hungrig? Lass mich raten. Hier ist ein Essautomat, dann werden die hier hungrig sein. Okay. Es gibt keinen Mülleimer in der Nähe. Nö, nee, stimmt. Mm-mm. Ganz schlecht. Mülleimer ist da gar nicht in der Nähe. So, wo sind die denn jetzt hungrig? Achso, ich muss ja auf das I klicken. Entschuldigung. Ich hätte gern was von Verkehrsautomat. Da. Aha. Da ist keiner hungrig. Wieso sind die hier hungrig? Ja, pass auf, dann machen wir hier noch einen Automat hin. So. Und der wird beliefert von... ja, von dem hier. Macht ja meistens Sinn. So. Oder war der eine Automat leer? Alter, ich habe hier drei Automaten. Drei. Hauptattraktion Automat. Und schon strömen die Leute wieder rein. Ey, wir sind bei 500 Gästen. So, und jetzt... Swinging Coaster. Den habe ich mir gewünscht.
Weil der ist kompakt. Der verbreitet Freude. Mist. Okay, Hausmeister, setzen wir mal kurz einen hier hin. Und jede Wette bei 550, 560 Leuten ist irgendwie ein Skandal wieder. 100 pro. 1000%ig. Okay, wir haben 5 Träger. Ja, die tragen ja hier, ne? Die Verantwortung. Also, ich glaube, dass die Verkaufsautomaten in diesem Level echt gut sind. Also besser zumindest als die normalen Buden. Swinging Coaster. Okay, okay, okay. Wir haben 520 Gäste. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir eventuell Werbung schalten. Ich kann das nicht lassen mit der Werbung, ne? Sollen wir Werbung schalten? Einmal eine kleine. Hier, nicht Kredit. Pass auf, und zwar nehmen wir für eine Attraktion 6 Monate Fernseh. Und ich würde sagen, für diese Attraktion 1600. Ja komm, die gönnen wir uns. Gucken wir mal. Also, 513 Gäste und die Zahl ist fallend. Ja, okay. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. So, ich brauche auf jeden Fall da... Oh, da sind schon die Kehrmeister. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Wir haben 11.000. Für 11.000 werde ich doch einen Swinging Coaster kriegen, oder? Locker? Mit Sicherheit. Oder was haben wir denn noch? Was haben wir noch an Attraktionen, die wir bauen könnten? Topscan. Es stimmt, Topscan haben wir gar nicht. Viele Gäste sind hungrig. Alter Verwalter. Ja, sehe ich, fühle ich, merke ich. Okay, Kaufsautomat. Setzen wir hier hin. Da wollen sie einen haben, kriegen sie einen. So, und der wird natürlich beliefert von hier, ne? Von dem Standard. So, da kommen wieder ein paar Gäste rein. Ich kann ja nochmal einen Träger einstellen. So. Kann ja nicht schaden, ne? Ein paar Träger mehr. Und den... Lass mal hier mal fegen. Theoretisch bräuchten wir hier auch einen Verkaufsautomat. Aber da sind halt noch nicht so viele Gäste. Weil wir da noch keine richtige Hauptattraktion haben. Weniger Besucher. Wer hat's gesagt? Die Schweizer. Okay, pass auf. Jetzt hoffe ich, dass der Swinging Coaster noch ein paar Sachen rausreißen wird. Also so 5.000 bis 6.000 Dollar bin ich bereit zu investieren. Okay, Werbung bringt gar nichts. Kann ich mir die angucken aktuell? Nee, die läuft noch 5 Monate. Okay. Pass auf, ich hole mal kurz einen Kehrmeister da. Weil hier ist ein Spiegelei, da kann er... Der war zu müde. Okay. Da. Wir brauchen hier eine Hauptattraktion, damit die Leute hier hinkommen. Junge, was ist denn hier los? Okay. Wir könnten auch theoretisch eine zweite bauen. Weil anscheinend ist das sehr gefragt. Könnten wir machen, ne? Pass auf, wir gucken mal, was der Swinging Coaster kostet. Der Swinging Coaster. Ach ja, Swinging Coaster. Oh, die sind nicht so teuer. Oh, gut. 3,8, 3,5. 2,9. Ja, sensationell. 2,9 ist okay. Hä? Achso. Okay, den müsste ich hier platzieren. Kaufen wir uns halt noch eine Achterbahn. Was soll's? Was soll's? Was soll der Geiz? Hm? Okay. Achso, Preise brauche ich ja nicht einstellen. So, dann öffnen wir das ganze Ding schon mal.
und verbinden das natürlich mit dem Weg. So, der Weg. Würde ich gerne hier reinkommen lassen. Oh, ey, wir haben 5000 bekommen. Ach ja, wir hatten ja noch so ein Bonusziel, ne? Boah, nice. Ne, einen weiter noch. So, und dann gehen wir nämlich hier hoch. Ja. Und jetzt brauchen wir noch, genau, einen Eingang. Aber wo sind die 5000 Dollar, die mir gerade gut geschrieben wurden? So. Warteschlange ist gut. Genau, jetzt machen wir am besten auch noch direkt da ein paar Bänke hin. So, ein paar Bänke. Und Mülleimer. Setzen wir hier nochmal einen hin, da nochmal einen und da. Und dann nochmal zwei Bänke, würde ich sagen, für die Wartenden. So. Jetzt haben wir 495, Alter. Okay. Jetzt rollt der Rubel wieder. So. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Oh ja, wir haben 500 Gäste wieder. Welcome to the best theme park in the world. Hausmeister? Ja, okay, du fegst das schon. Sehr gut. Hier. Träger sind unterwegs. Ja, theoretisch bräuchte man hier hinten eigentlich auch Essautomaten, ne? Okay, Leute kommen gerade rein. Wegen dem Swinging Coaster. Ist das so? Oh. Pass auf, der war ja nicht teuer, ne? Sollen wir uns noch einen zweiten kaufen? Der bringt mehr als Werbung. Ist so. Dann kaufe ich aber einen anderen. Komm, also den muss ich mir gönnen. Ehrlich. Der passt ja mal brutal gut hier hin. Hätte ich den mal direkt gekauft. So, den eröffnen wir. Und dann, nicht, dass ich jetzt übermütig werde und nachher kein Geld mehr habe. Ist natürlich dann fatal. So, dann gehst du hier mal runter. Gerade. Dann gehen wir zur anderen Seite raus. Weil da scheint ein bisschen länger zu sein, der Weg. Ja, perfekt. 550 Gäste. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. 550 Gäste und die strömen rein. Sie kommen. Sie wollen die einzigartigen Attraktionen hier sehen. Die Swinging Coaster. Und jetzt kriegen wir noch Support vom Vlogger. Oh yeah. Geil. Oh. Okay, natürlich ist was kaputt gegangen. Selbstverständlich. Aber ist nicht so tragisch. Komm schon. Los, Leute. Kommt mehr Leute rein als gehen. Was haltet ihr davon? Boah, ich bin jetzt gerade echt nervös. Klappt das? Noch 13, komm. Viele Gäste sind hungrig. Ist mir erstmal egal. Da kann sich der Manager drum kümmern. Ich will keine Verkaufsautomaten mehr aufbauen. Für diese Folge. I did it my way. Oh yeah. Jetzt will ich aber sehen, wie viele Leute insgesamt noch kommen. Boah, die Sanierung hat echt Wunder bewirkt. Wirklich. Guck dir das an, das Gewusel. Wir haben gar keinen Platz mehr auf den Wegen. Halleluja. So, speichern. Und dann gehen wir jetzt zurück und gucken an, was das nächste Level wird. Candyland abgeschlossen. Halleluja. So, wo gehen wir jetzt hin?
Okay, es wird ein Fluss. Ja, da bin ich drauf gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.